Okay, heute schauen wir uns mal an, wie wir Innocence im Normal Mode erledigen können. Innocence ist die zweite Achtmann-Prüfung im Patch 5.0 von Final Fantasy XIV Shadowbringers und wird im Laufe der Main Story auf Level 79 zugänglich. Der Boss ist mehr oder weniger in zwei Phasen aufgeteilt, welche wir uns beide anschauen werden. Wenn ihr die erste bereits geschafft habt, klickt auf den Timestamp in der Beschreibung, um zur zweiten Phase zu springen. Also, Phase 1. Innocence beginnt mit Weltenzerstörer, einem starken Gruppen-AOE mit Schaden auf der gesamten Gruppe. Schilden und heilen, wo nötig. Mit Machtwort spawnt er insgesamt 5 Adds. 4 geläuterte Schanden und eine geläuterte Wollus. Die Tanks sollten sich so schnell wie möglich um die Aggro der Adds kümmern, sie an einem Ort versammeln und sie dann runterburnen lassen. Sie casten allesamt gruppenweite AOEs, sofern sie nicht sterben, bevor ihre Casts durch sind. Danach castet Innocence mit Morgengrauen insgesamt 4 zufällig angeordnete kreisrunde AOEs, in denen man nicht herumstehen sollte. Anschließend folgen weitere 4 Kreise, auf welche Meteore runtergehen. In jedem Kreis sollte mindestens ein Spieler stehen, nach Möglichkeit 2, um den Schaden zu minimieren. Zur gleichen Zeit castet Innocence Bezaubern, eine Guck-Weg-Mechanik erkennbar an dem Auge. Während ihr euch in die Meteorenkreise stellt, müsst ihr euch also ebenfalls von ihm wegdrehen, bevor sein Cast zu Ende geht. Solltet ihr ihm in die Augen schauen, seid ihr für 8 Sekunden verwirrt und richtet eure Angriffe nun gegen euer Team. Danach spawnt er erneut mit Machtwort die gleichen 5 Adds wie zuvor. Nur dass er sie diesmal mit leitendes Licht stärkt, was dazu führt, dass ihre Gruppen-AOEs mehrfach hochgehen, sofern sie durchgehen sollten. Gleiche Prozedur wie davor, Adds von den Tanks tanken lassen und runterburnen. Kurz bevor oder nachdem die Adds down sind, castet er erneut Morgengrauen. Diesmal insgesamt 6 zufällig angeordnete kreisrunde AOEs, welchen wir ausweichen wollen. Danach gibt es mit dem nächsten Weltenzerstörer wieder gruppenweiten Schaden. Nachdem er seine Mechaniken einmal wiederholt hat, bewegt er sich ans Ende des Feldes, wo er sich für den Rest der Phase auch nicht mehr wegbewegt. Mit exaltierte Schwinge haut er mehrfach gruppenweiten AOE-Schaden ohne Castanzeige raus. Heiler sollten dem mit Gruppenheals und Schilden entgegenkommen, während die Gruppe weiter auf ihn einschlägt. Bei rund 10% angekommen, pusht er dann alle Spieler zurück und beginnt seine Verwandlung. Nach einer kurzen Verwandlungs-Cutscene, einer massiven Atkins-Diät und einigen Beauty-Tutorials verwandelt er sich in seine finale Form. Das hier ist ein Checkpoint. Das heißt, solltet ihr von hier an wipen, startet ihr den Kampf wieder von hier an erneut. Somit beginnen wir Phase 2. Zu Anfang gibt es einen Aggro-Reset. Das heißt, der Main-Tank muss wieder dafür sorgen, seine Aggro umgehend aufzunehmen. Die zweite Phase startet mit Blitz der Gerechtigkeit, einem harten Tankbuster gegen den Tank, welcher definitiv mit Schilden gemindert werden sollte. Danach castet er Schwinge des Urteils, wobei er Schwerter auf dem Feld platziert, welche 3 Sets an Linien-AOEs über das gesamte Feld schießen, bevor sie wieder verschwinden. Anschließend castet er erneut Schwinge des Urteils, welche diesmal in einem kurvigen Linien-AOE durch die Mitte des Feldes hochgeht. Der AOE-Indikator hat hierbei Lücken, welche safe sind. Allerdings rotiert der AOE insgesamt 8-mal gegen den Uhrzeigersinn, wobei er sich immer nur ein kleines Stück versetzt. Ihr könnt euch also entweder in die Lücken des AOEs stellen oder ihm mit der Rotation folgen, um auszuweichen. Als nächstes folgt rechtmäßige Verurteilung. 8 Linien-AOEs, welche von der Mitte des Feldes nach außen hin Linien ziehen und an deren Ende ein Schwert hinterlassen. Solltet ihr hier getroffen werden, erhaltet ihr einen Verwundbarkeitsstack. Merkt euch die Anordnung der AOEs, bzw. achtet auf die Schwerter am Rand der Arena. Nach dem nächsten Blitz der Gerechtigkeit, harter Tankbuster gegen den Tank, wiederholen sich die Linien-AOEs der rechtmäßigen Verurteilung. 8 Linien-AOEs ohne Castanzeige und sehr kurzem AOE-Indikator auf der gleichen Stelle wie davor. Orientiert euch hierbei an den Schwertern am Rand, falls ihr die Anordnung vergessen haben solltet. Von jedem Schwert ausgehend, zieht sich hier eine Linie in Richtung der Arena-Mitte. Danach folgt Schattenplünderer, gruppenweiter AOE-Schaden gegen die gesamte Gruppe. Ist das überstanden, folgt ein DPS-Check. Hierbei spawnt er wieder insgesamt 5 Adds, 4 geläuterte Schanden und eine geläuterte Wollust. Die geläuterte Wollust ist vorerst unverwundbar. Sie verbindet sich allerdings mit einer der geläuterten Schanden, um sie aufzusaugen. Ihr erkennt das dann an der blauen Linie in Richtung des Adds. Das ausgewählte Add muss umgehend getötet werden, bevor es von der Wollust aufgesaugt wird. Das erkennt man wiederum an dem heiliges Schwertcast der Wollust. Gelingt euch das nicht, explodiert das Add in gruppenweitem Schaden und verpasst jedem Spieler einen Hieb-Resistenz-Debuff über eine Minute, welcher den erlittenen Schaden erhöht. Damit nicht genug, während ihr das auserwählte Add runterburnt, casten alle Adds mit Schelle je einen zufälligen kreisrunden AOE auf dem Feld. Sind alle 4 geläuterten Schanden erledigt, wird die Wollust verwundbar und muss runtergeburnt werden, bevor die Einflussleiste von Innocence 100% erreicht hat.
Solltet ihr mehr als 2 Stacks an Debuffs, das heißt, solltet die Volus mehr als 2 Adds aufgesaugt haben, vibet ihr in den meisten Fällen unabhängig von der Prozentzahl seiner Einflussleiste. Selbst mit 2 Stacks braucht es auf aktuellem Gear-Level alles, was ihr an Schilden aufbringen könnt, um das zu überleben. Der Schlüssel ist hier also wirklich, sich auf die auserwählten Adds zu fokussieren und nicht seine Zeit mit den unverbundenen Adds zu verschwenden. Habt ihr den DPS-Check überlebt? Bewegt Innocence sich ins Zentrum des Feldes und castet Göttlicher Strahl. Wachsende Kegel-Aoes in 3 Richtungen mit Safe-Spots zwischen den Kegeln. Das macht er 3-mal hintereinander, wobei die Anordnung der wachsenden Kegel wechselt. Schaut also, dass ihr euch nach jedem dieser Angriffe neu auf die Safe-Spots positioniert. Als nächstes markiert er mit Lichtsäule einen zufälligen Spieler mit einem Linien-Stack-Mark, das unbedingt mit so vielen Spielern wie möglich geteilt werden sollte, da der Schaden sehr hoch ist. Je mehr Spieler in der Linie zwischen dem anvisierten Spieler und dem Boss stacken, desto geringer ist der Schaden. Danach kombiniert er seine 2 verschiedenen Layouts der Schwinge des Urteils. Heißt wieder ein kurviger Linien-AOE, der sich gegen den Uhrzeigersinn rotiert, gepaart mit mehreren Linien-AOEs über das gesamte Feld. Während man den Schwingen ausweicht, castet er erneut seinen Tankbuster Blitz der Gerechtigkeit, welcher in dem Trubel leicht untergehen kann, allerdings keinesfalls ohne Schilde genommen werden sollte. Seine nächste Mechanik ist dann die seligmachende Schau, wobei er sich ans Ende des Feldes bewegt. Seligmachende Schau ist ein Näherungslinien-AOE durch die Mitte des Feldes. Haltet euch also von der Mitte sowie seiner direkten Blickrichtung fern. Am geringsten ist der Schaden logischerweise an einer Seite des Feldes, die nicht von seinem direkten Blickfeld getroffen wird. Als letzte neue Mechanik verteilt er hin und wieder während der rechtmäßigen Verurteilung kreisrunde Tagmarks auf 4 verschiedene Spieler, welche einzeln genommen werden sollten. Von hier an wiederholt und kombiniert Innocence all seine Mechaniken, bis er down geht. Die Schwierigkeit liegt hier wirklich darin, den verschiedenen AOEs konsequent auszuweichen, um Debuffs zu vermeiden, welche die Lichtsäulen sonst nur noch stärker machen. Das war mein Guide für Innocence im Normal Mode in Final Fantasy XIV Shadowbringers. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir hören uns im nächsten Guide wieder. Bis dahin, ciao.